Meine lieben Leute, es ist wieder Tag geworden und damit willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich wollte eben noch mal kurz mit Satoras sprechen, denn wir haben ja schon eine Tafel bekommen aus dem Herrenhaus im Canyon. Das sollte an dieser Stelle erstmal Grund genug sein, um Satoras aufzusuchen. Und Satoras müsste da oben sein, ja. Er hockt wieder auf seiner Bank und arbeitet. Ich habe Lances Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Wie er sich auf einmal Sorgen um mich macht, ne? Also, ganz am Anfang war er doch wirklich schon ziemlich, ja, auch schon fast aggressiv mir gegenüber gestimmt und absolut voreingenommen. Und mittlerweile macht er sich tatsächlich wieder Sorgen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass er uns damals in Gothic 1 wirklich ans Leder wollte. Das hatte ich damals ausprobiert. Ich habe leider keine Ahnung mehr, welche Folge das war. Irgendwo beim Ende. Als man, kurz nachdem wir mit Milton diesen Erzhaufen gesprengt haben, da bin ich dann nochmal nach oben gegangen und habe mich nicht direkt wegteleportiert, so wie Milton das empfohlen hatte. Und da wurde ich von Satoras tatsächlich angegriffen und dann auch einmal getötet. Aber auch wirklich nur von Satoras. Die anderen Magier haben mich in Ruhe gelassen. Satoras wollte mich killen. Das ist unfassbar. Also das hat mich richtig schockiert. Und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. So, wegen Raven, wegen der Reliquien. Reliquien. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Das Teil hier lag in einem großen Gebäude in einer großen Schlucht. Das war die Bibliothek des alten Volkes. Scheinbar eine Tafel der Gelehrten. Viele der Schriften, die wir gefunden haben, stammen vom Anführer der Kaste der Gelehrten. Merkwürdigerweise hat er seinen eigenen Namen nirgendwo hinterlassen. Sehr gut, das Bild dieser Stadt wird schon klarer, aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut, beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. 5 Tafeln? Das ist... Ich dachte jetzt eigentlich an 3. Ja, also ich dachte vielleicht jede Kaste eine Tafel. Aber ich habe ja keine Ahnung, wo gibt es denn bitte noch weitere... Also ich weiß, dass noch ein Tempel dieser Art, ein Herrenhaus, so nennt man sie ja, das eins noch im Sumpf ist. Ja, bei den Banditen, da waren wir ja vorhin schon. Im letzten Part wollten wir ja schon dorthin, aber dann wurde es dunkel. Das heißt, ich werde mich nachher dahin begeben. Aber 5? Vielleicht haben die Banditen noch welche, ich weiß es nicht. Wofür braucht ihr diese 5 Steintafeln? Die Aufzeichnungen, die wir hier in der Ruine finden können, sind unvollständig. Aber die Niederschriften der Erbauer sprechen von 5 Herrschern, die diese Stadt regierten. Jeder dieser Herrscher hatte eine dieser Tafeln als ein Symbol seiner Herrschaft. Ich denke, diese Tafeln sind der Schlüssel zu unseren Fragen. Die Frage ist nur, hat jeder... Adanos möge dich schützen. ...dieser Anführer auch einen eigenen Tempel besessen? Wenn ja, erklärt sich dann, wo wir diese Tafeln finden können. Falls nicht, haben wir ein Problem, denn dann weiß ich... Also, ich kann ja noch mal kurz die Map aufrufen, um das klarer zu machen. Also, da oben im Canyon, im Osten, ganz oben im Osten, dort sieht man das noch so ein bisschen, da war ein Tempel. Ja? Da war ein Tempel, da war ein Herrenhaus. So, dann vermute ich noch, ja, eventuell 2 Herrenhäuser... Im Süden, im Südwesten, da also östlich des Strandes, ja, da wo wir auch noch nicht waren, und dann ein Herrenhaus im Sumpf. Das heißt, wir haben insgesamt auf dieser Map 4, aber eventuell sind dort, da könnte noch eins sein. Also, wenn wir wieder im Südwesten sind, ganz südwestlich. Da geht nochmal ein Pfad anscheinend in den Berg hinein. Vielleicht ist da noch eins. Aber das bedeutet, dass dann in dieser Zone dort unten tatsächlich 3 Herrenhäuser sein müssten.
Die Antwort werden wir wohl erst bekommen, wenn wir uns tatsächlich auch dorthin bewegen. Aber wie gesagt, mein Ziel ist jetzt als erstes einmal der Dschungel und beziehungsweise nicht der Dschungel, sondern der Sumpf, wo die Banditen sind. Allerdings nicht, um die Quest mit den Banditen zu machen, sondern um dort das Herrenhaus zu erreichen. Und an dieser Stelle jetzt auch nochmal mein Plan, den ich verfolge. Also ich möchte jetzt, wie ihr gemerkt habt, noch nicht direkt die Banditenquest machen, sondern ich möchte erst diese Herrenhaus-Questreihe abschließen und einfach diese Geschichte über das alte Volk freilegen und dann einfach auch irgendwie so ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben, bevor ich dann mehr mich anschicke, Raven zu vernichten. Aber bis dahin werde ich erstmal hier wirklich diese Herrenhäuser als Target Nummer 1 ansehen. Schließlich läuft uns Draven ja auch nicht weg. Und bevor ich dann irgendwie, keine Ahnung, das Banditenlager infiltriere, wäre es dann doch irgendwie auch schön, nochmal ein bisschen stärker zu werden. Ich meine, wir sind schon ziemlich stark, ja, also versteht mich nicht falsch. Wir sind auf jeden Fall deutlich stärker im Vergleich zu dem Level, das wir hatten, als wir hier ganz am Anfang waren, also als wir das erste Mal in die Addon-Welt gekommen sind. Da hat uns unser kleiner Abstecher ins Minental doch wirklich einiges an Stärke gebracht. Aber es gibt hier immer noch Gefahren, die wir nicht unterschätzen dürfen. Und die ich auch eigentlich nicht vorhabe zu unterschätzen. Junge, Junge, hier sind auch schon wieder so viele Dunkelpilze, ne? Gut, im Sumpf. Aber die Diskussion hatten wir ja schon. Eigentlich sieht das Ganze ja auch nicht so wirklich aus wie ein Sumpf, sondern eher wie so ein... ja, wie so ein Dschungel eigentlich. So, hier war ein Lagerfeuer. Ist aber schon erloschen. Und Bolzen liegen hier rum. Das zeugt eigentlich davon, dass hier irgendwo in der Nähe Leute sind. Und hier war mal eine Truhe, wo man auch tatsächlich ran kann, ohne in der Lage zu sein, Schlösser zu knacken. Aber ich glaube, da waren wir auch sogar schon mal dran. Kann das sein? Da hinten ist die Stelle, wo wir die Goblins, glaube ich, das letzte Mal gefunden haben. Das heißt, an der Truhe waren wir im Zweifel auch schon. Na, habe ich denn das letzte Mal die ganzen Kräuter hier nicht mitgenommen? Wahrscheinlich, weil es schon dunkel wurde. Wie spät ist es eigentlich? 9.59 Uhr, perfekt. Snapperkraut. Einfach so Snapperkraut. So, da oben geht's, geht's zum Tempel. Aber vorher wollte ich nochmal ganz kurz... Ich habe nämlich gesehen, dass hier irgendwo ein Fokus ist und den wollte ich nochmal eben kurz aktivieren. Die Frage ist nur, wo ist dieser Fokus? Erstmal wieder alles einstecken. Was ist da? Ist hier irgendwas? Da kommt man nicht rein, oder? Ne, hier sollte ich aufpassen, sonst komme ich hier nämlich nie wieder raus. Bugs lassen grüßen. Sturmknecht. Na, was war denn Sturmknecht nochmal? Ach. Das ist eine Zweihandwaffe, die ich nicht anlegen kann. Aber die ist auch ziemlich nice. Weil, hier sehen wir schon wieder. Also was an dieser Waffe nicht so gut ist, ist diese Stärke-Schaden-Verhältnis. Aber was richtig krass ist, ist wieder dieser Zweihand-Talent-Bonus, den man hier bekommt. Und das ist leider mal das Maximum, was man bekommen kann. Nämlich plus 10. Und das ist genauso... Naja, unser El Bastardo bringt sogar noch weniger. Aber wir haben hier im Moment das tatsächlich stärkste, selbst schmiedbare Schwert, was man so machen kann. Die Frage ist, wie sich das später noch entwickeln wird, wenn wir in der Lage sind, Erzklingen zu fertigen. Ich habe leider in diesem Moment keine Ahnung, wie stark die Erzklingen später sein werden. Ich weiß ja ungefähr,
Wobei, das wäre jetzt auch gespoilert. Ich weiß ja nicht, wer Gothic noch nicht kennt, deswegen sage ich es jetzt nicht. Aber ich habe da so ein paar Pläne, was, da habe ich Schaden bekommen, glaube ich. Ich habe da so ein paar Pläne, was, was das Einhandschwert angeht. Ich muss irgendwann unbedingt nochmal Punkte in Armbrust schießen investieren. Da ist nichts. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt schon wieder dunkel. Aber es kann ja nicht sein, es ist ja noch morgens. Es ist einfach, diese Lichtatmosphäre in diesem Sumpf. Ja? Das macht es hier einfach auch so schwierig, irgendwie klar zu sehen, weil alles irgendwie so ein bisschen, ja, düster ist. Ja, alles irgendwie so ein bisschen vom Licht abgeschotten. Die Bäume sind ziemlich dicht oben. Da ragt kaum. Da ist kaum Platz für die Sonne, mal ein bisschen hier auch ihr Licht zu senden. Und das merkt man halt auch. Und da kommt dann diese düstere Stimme, diese düstere Stimmung auf. Was natürlich jetzt im Nachhinein auch schlecht ist, das ist natürlich jetzt diese bedingte Tatsache, dass wir hier wirklich das Gefühl haben, dass die ganze Zeit irgendwie Dämmerung naht. Was aber eine Täuschung ist, weil es ist halt, wie gesagt, es ist morgens, ja. Es ist strahlender Sonnenschein wahrscheinlich im Rest der Addon-Welt hier. Aber man wird halt so ein bisschen getäuscht. Die treffe ich doch niemals. Natürlich nicht. Was die da für eine Mission hat, weiß ich auch nicht. Komm her. Komm, komm, komm. Zack. Die bäumen genau zweimal auf, dann kommen sie an. Jetzt. Diese Sumpfgas-Drohnen, ich will sie mal Schwadronen nennen, die gibt es tatsächlich nur in der Addon-Welt. Nichts zu plündern. Ist eine Art dieser Monster, die in der Addon-Welt nochmal dazugekommen sind, neben diesen Fangheuschrecken und auch dem Sumpfgolem, sind das diese Viecher, die vorher niemals in Gothic gesehen wurden. Was ich schade finde, das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt, ist die Tatsache, dass man in Gothic 2, wenigstens in der Addon-Welt, auch keine Krokodile eingefügt hat. Das hat man dann ja später in Risen geändert. Ja, da gibt es ja Krokodile. Das werden wir dann noch sehen, wenn wir irgendwann mal in Risen, beziehungsweise bei Risen angekommen sind. Wobei man dazu auch sagen muss, ich glaube, in Risen 1 gab es noch keine Krokus, oder? Ich glaube, das kam dann erst mit Risen 2. Wo ist hier das? Wo ist es? Ich sehe es nur gerade nicht. Ja. Och! Also diese Blutfliegen, ne, die sind ziemlich gut getarnt, muss man schon sagen. Also die Sumpfgas-Drohnen kann man ja wenigstens noch einigermaßen sehen. Übrigens, wenn wir in diese Richtung gehen, kommen wir, glaube ich, auch tatsächlich zu den Banditen. Da sollte ich mich ein bisschen fernhalten. Und ich glaube mittlerweile, dass wir einen ganz schönen Verbrauch... Ach hier, sieh mal an, sag ich doch. Und wie kann ich den aktivieren? Hier. Ich glaube mittlerweile, dass wir einen ganz schönen Verbrauch an Bolzen haben. Wir müssen irgendwann mal neue holen. Zack. Schön. Dann holen wir uns mal den nächsten Fokus. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ich muss ja sagen, ich finde es schon ein bisschen skurril, dass wir, wenn wir einen Fokusstein aktivieren, 500 Erfahrungspunkte bekommen. Aber wenn wir eine weitere Tafel
von den Anführern der alten Welt bringen, zu Satoras, dass wir da tatsächlich nur 400 erbärmliche Erfahrungspunkte bekommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist ein bisschen unverhältnismäßig. Also, da habe ich mir eigentlich mehr erhofft. Aber was willst du machen? Ich hatte übrigens irgendwie in Erinnerung, dass man hier... Ach, ja! Ich wusste es. Ich hatte nämlich wirklich in Erinnerung, dass man hier irgendwo hochklettern kann. Und jetzt war es tatsächlich hier der Fall. So, ich sollte hier doch besser speichern. Ich hatte es in Erinnerung. Ich wusste es. Ich dachte auch eigentlich, dass man hier oben diesen Fokus aktivieren muss, aber... Die Frage ist, ob da oben jemand ist. Wir werden es gleich sehen. Aber ich wusste, dass hier was war. Das hatte ich nämlich noch wirklich in Erinnerung. Es geht hier immer noch hoch, oder? Noch weiter hoch. Glaube ich. Ah, hier. Hier kannst du runter. Ne, ist hier schon das Lager oder geht es hier noch weiter hoch? Ne, hier ist das Lager, aber hier ist niemand. Hier ist aber ein versteckter Schatz. Was mir hier fehlt, wäre so ein kleines Bett oder so. Das finde ich sowieso schade, dass man irgendwie nicht in der Lage ist, in Gothic irgendwie so ein Tragebett mitzunehmen. Ein Ring, eine alte Steintafel. Vielleicht taugt der Ring was. Ich sollte nachher mal gucken. Ich wette, die ist sowieso abgeschlossen. Morgenstern schon wieder. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Rohstahl auch sehr nett. Und ich glaube, das ist eine Skelettspruchrolle. Ob das jetzt Armee der Toten ist oder ein einfaches Skelett, das weiß ich nicht, aber... So, schauen wir mal. Also Nagelkeule ist auf jeden Fall schlechter als der Morgenstern, glaube ich. Wo ist denn die Nagelkeule? Bin ich irgendwie blöd oder was? Oder war das der Morgenstern? Oder das war die Stabkeule? Auch das möglich. Habe ich vielleicht nicht richtig aufgepasst. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es wäre eine Nagelkeule gewesen. Und eine Nagelkeule wäre eigentlich ziemlich schlecht gewesen. Und was haben wir hier für einen Ring? Wenn es ein guter ist, dann werde ich ihn jetzt sehen. Das ist, glaube ich, der. Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker. 20 Lebensenergie-Bonus. Ring der Heiler? Ring der Priester? Woher sind die denn? Nee, das sind die nicht, die wir da bekommen haben. Ring der Lebenskraft, Ring der Eisenhaut. Steinhaut, Holzhaut, Eierzaut, Eisenhaut. Das sind hauptsächlich alles so Ringe, die Deathstats bringen. Das ist einer mit Stärke. Naja. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier oben wenigstens schon mal einen sicheren Platz, um uns auszuloggen. Ich dachte gerade, man kann hier vielleicht noch hoch, aber an diesen Ranken, aber ich glaube, das geht nicht. Ja, liebe Leute, ich mache hier einen Cut. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Part wieder und bis dahin macht's gut. Ciao.